Ich weiß jetzt nicht, ob die Michaela es erwähnt hat, weil ich war kurz abgelenkt, aber zum Thema Charlie Hebdo, ich weiß nicht, ob sich jemand erkundigt hat. Wisst ihr, wer dieses Blatt gekauft hat im Dezember? Hast du es erwähnt? Ja? Ich meine, einen solchen Riecher muss man einfach mal haben, ein Blatt zu kaufen mit einer Auflage von 60.000 Stück und einen Monat später hat es 3 Millionen. Das ist ein toller Riecher, den haben die meisten von uns nicht. Da können wir veranlagen, wie wir wollen. Es gibt zwei Arten von Weltgeschichte. Die eine ist die offizielle, verlogene, für den Schulunterricht bestimmte. Die andere ist die geheime Geschichte, welche die wahren Ursachen der Ereignisse in sich birgt. Das sage nicht ich, sondern Honoré de Balzac, ein französischer Schriftsteller und Historiker, der gelebt hat von 1799 bis 1850. Also das ist nicht unbedingt neu, diese Erkenntnis. Immer weniger Menschen glauben nicht an eine Verschwörung. Entschuldigung, immer weniger Menschen glauben an eine Verschwörung einiger weniger, die mit Hilfe eines zentralen Machtinstrumentes, dem privaten Schuldgeld, eine Welt geschaffen haben, die sich in einem permanenten Spannungszustand, in einem Zustand von Krieg, Unruhen, Knappheit, Neid und Gier befindet. Dieses auf Knappheit, Zerfall und Wiederaufbau basierende System befindet sich an einem weiteren Ende. Dieses Ende wird der wohl größte Crash sein, den die Welt je erlebt hat. Noch nie war die Luftblase künstlich geschaffenen Geldes so groß wie heute. Es gab schon einige, könnt auch über die Tulpenblase lesen, beispielsweise in Holland im 17. Jahrhundert und so weiter. Aber das, was wir heute erleben, ist so groß wie noch nie zuvor. Die Staatsverschuldung der USA liegt bei 18,1 Billionen Dollar, diejenige Japans bei 10, diejenige Deutschlands bei 2,5 Billionen Dollar. Diese drei am meisten verschuldeten Länder der Erde tragen rund 3/4 der Weltverschuldung von rund 40 Billionen Dollar. An den Schulden gemessen sind diese drei Länder die ärmsten Länder der Erde. Die Gesamtgeldmenge beträgt etwa 80 Billionen Dollar und wir handeln mit Derivaten mit einem Wert von ca. 700 Billionen Dollar. Diese Blase ist tausendfach größer als jene des Jahres 1929, welche zum Schwarzen Freitag, zur Weltwirtschaftskrise und zur großen Depression führte. Unser Wirtschaftssystem ist auf permanentem Wachstum aufgebaut. Permanentes Wachstum in einer begrenzten Welt geht nur, wenn diese immer wieder zusammenbricht. Sie ist dabei, zusammenzubrechen. Die ganze Welt ist übersät mit einer Vielzahl von Kriegen und Konflikten. Was wir erleben, ist ein Generalangriff von Medienlügen, wirtschaftlicher Ausbeutung und militärischer Vernichtung. Es liegt an uns Menschen, wie der anstehende Kollaps aussehen wird. Wird er mit einem großen Krieg enden, mit Not, Tod oder Leid? Vielleicht. Es muss aber nicht so sein. Wir leben in einer Welt des Überflusses. Es gibt genug Nahrung und Raum für uns alle von uns. Auch ich glaube, dass dieser Planet langsam genug von uns hat. Es gibt nunmehr 7,3 Milliarden von uns und wir haben so ziemlich alles vermurkst, was wir vermurksen konnten. Noch ein paar Milliarden und es wird wirklich eng. Aber dennoch geht es noch. Es muss niemand sinnlos leiden. Unsere Fabriken produzieren mehr Nahrung und Güter, als wir überhaupt verbrauchen können. Wir leben in einer Welt des Überflusses. Die letzten Wochen kam ich nicht mehr zur Mahnwache. Ich glaubte nicht mehr an die Vernunft des Menschen. Griechenland gibt mir allerdings ein wenig Hoffnung. Dieses sogenannte Mutterland der Demokratie hat gezeigt, dass ein bestimmtes Level an Leid dazu führen kann, dass die Menschen aufwachen und echte Änderungen wünschen. Aber bei mir passiert das nicht. Ich hoffe, dass die griechische Regierung ernst macht, die absurde Rückzahlungspolitik an verbrecherische Bankenkartelle beendet und sich vom Euro und vielleicht sogar von der EU abwendet, die mit dem ESB, TISA und der Rockefeller Rothschild EZB bewiesen hat, dass es sich bei ihr um nichts anderes handelt als um eine Spielwiese der Hochfinanz, die mit Demokratie und Volksinteressen absolut und rein gar nichts zu tun hat. Griechenland denkt offen darüber nach, die wirtschaftlichen Beziehungen mit Russland, die 2013 jene mit Deutschland als wichtigsten Handelspartner überholt hatten, wieder und im Interesse der eigenen Nation wieder aufleben zu lassen. Mittlerweile gab es in puncto Russland-Sanktionen wieder einen Rückzug. Aber ich glaube, dass dieser Zug nicht mehr aufzuhalten ist. Tsipras trat mit klaren Versprechen an und die griechische Bevölkerung, eine der rebellischsten in Europa, steht mit dem Rücken zur Wand und wird kein weiter so mehr akzeptieren. Vielleicht erleben wir ein griechisches Island. Ja. Yeah. Das wäre gut, ja.
Ich hoffe dann auch, dass weitere dem Wirtschaftskrieg mit Russland kritisch gegenüberstehende Nationen wie die Tschechei, die Slowakei, Ungarn und Zypern nachfolgen werden und dieses unselige Vasallentum gegenüber der Hochfinanz in Gestalt der US-Administration in sich zusammenbricht. Es macht mir Mut, dass offensichtlich nicht alles nach Plan verläuft. Die Medienpropaganda in Griechenland war nicht stark genug, um diese Wahl anders ausgehen zu lassen. Die gewünschte Einverleibung des Hafens der Schwarzmeerflotte in die NATO-Maschinerie ist nicht wie gewünscht verlaufen. Die Menschen im Osten der Ukraine lassen sich trotz entsetzlicher Opfer und unvorstellbarem Leid nicht unterkriegen. Und die neue ballistische Rakete Russlands macht den geplanten Abwehrschild der USA wertlos. Die ukrainische Armee hat gigantische Verluste im Donbass zu verzeichnen. Nun sollen zigtausende neuer Rekruten her. Es rumort in der Bevölkerung. Die Männer wollen nicht als Kanonenfutter enden und sinnlos für irgendwelche Oligarchen sterben. Die Situation in der Ukraine, die von der Putschjunta beherrscht wird, ist katastrophal. Die Versorgungslage noch schlimmer als im umkämpften Osten des Landes. Es gibt weder Gas noch Kohle, die Menschen frieren. Und sie haben keine Arbeit und das Land ist praktisch zahlungsunfähig. In dieser Situation verbietet die Junta jungen Männern generell die Ausreise, um sie für den Militärdienst zu sichern. Der ehemalige ukrainische Regierungsberater Oleg Soschkin vermutet, dass diese Zwangsmobilmachung das Land zerreißen und landesweite Aufstände entfachen wird. Die ölreichen Staaten Venezuela und Iran, das silberreiche Peru und weitere Staaten Südamerikas, die von der US-amerikanischen Großmachtpolitik die Schnauze voll haben, stehen bereit, sich in die Reihe der BRICS-Staaten einzutreten. Gemeinsam schultern diese Staaten, die sich mehr und mehr zu einem Aktionsbündnis gegen US-europäische Kolonialismuspolitik zusammenschließen, eine gemeinsame eigene Weltbank und einen gemeinsamen eigenen Währungsfonds und nun eine eigene internationale Ratingagentur gründen, mehr als die Hälfte der Menschheit und einen Großteil der tatsächlichen realen Güterproduktion der Erde. Der nächste Schritt wird die Schaffung eines neuen von IBAN und SWIFT unabhängigen Bankensystems sein. Wen interessiert da noch die nur zu offensichtlich politisch motivierte Abwertung Russlands durch US-amerikanische Ratingagenturen, die allein beim bloßen Blick auf die Staatsverschuldung dieser beiden Länder zum Witz mutiert? Die Panik vor dem Ende ist unter anderem in den Auswüchsen der zweiten Macht zu lesen, der Presse, als der zweiten Macht nach dem Kapital. Kaum wählte Griechenland demokratisch, aber politisch unkorrekt, kam sie daher und wetterte: Putins Trojaner, Gefahr für die Seele Europas oder wie es der Kommentator in der Welt im Axel Springer Stiefel Verlag schreibt. Den Griechen und dem Rest der EU ist jetzt nur eins zu wünschen, dass diese Athener Regierung sich in ihrer inneren Widersprüchlichkeit und äußeren Absurdität möglichst schnell selbst zerlegt, bevor sie genau das mit Europa tut. Wird sie nicht. Die einzigen, die sich selbst zerlegen, sind wir. Ausgerechnet der Westen, der in den vergangenen Jahrzehnten millionenfach gemordet, unzählige Länder angegriffen, besetzt und ausgeplündert hat, unvorstellbares Leid, Flüchtlingsströme, Not und Elend weltweit verursacht hat, belehrt nun eines seiner Mitglieder, dass es wagt, nur überhaupt über einen eigenen Weg nachzudenken, über Moral oder Unmoral, über Recht oder über Unrecht. Aber das wird nichts mehr nutzen. Wenn die Not größer wird, werden auch die Deutschen, Österreicher, Engländer und Franzosen merken, dass etwas faul ist an ihrer Demokratie und dass sie im Endeffekt auf eine große Täuschung hereingefallen sind und ihre Demokratie nichts anderes ist als eine Finanzoligarchie, in welcher sie das Glück haben, in Wirtschaftsgebieten zu leben, so auch beschrieben in Artikel 133 des Grundgesetzes, die in der Welt dieser Finanzoligarchie einen höheren Stellenwert haben als die historisch-kulturell bedeutsameren Regionen des Zweistromlandes. Die Spatzen pfeifen es von den Dächern, die Lügen der uns desinformierenden Medien werden immer absurder und immer häufiger. Und ich habe es satt, in die langatmigen Appelle zu einem Frieden mit Russland mit hineinzustoßen. Das ist doch absoluter Schwachsinn, denn wer will schon einen Krieg, der in 1,5 Stunden vorbei wäre und uns alle vernichten würde? Wir brauchen uns nicht jedes Mal selbst mit gemeinsam zu beteuern, dass wir den Krieg nicht wollen. Niemand von den normalen Menschen will ihn. Wer will schon einen Wirtschaftskrieg, der landwirtschaftlich geprägten Staaten Südeuropas in die Knie zwingt, Deutschland bislang schon 300.000 neue Arbeitslose beschert hat und der russischen Wirtschaft schweren Schaden zufügt?
Langfristig haben wir im Übrigen nicht den geringsten Hauch einer Chance, einen solchen Sanktionskrieg zu gewinnen. Russland benötigt nur die Zeit, von einem Ressourcenlieferant zu einem vollwertigen Produktionsstandort zu werden und autark zu sein. Etwas, von dem wir nur träumen können. Der Westen Europas wird auf unabsehbare Zeit abhängig bleiben. Wir haben weder Gas noch Öl in relevanten Mengen, um unseren Bedarf zu wecken und zu decken. Entschuldigung. Im Moment geht es nur darum, dass uns ein Lieferant den anderen ausspannen will. Statt russischem hochwertigen Erdgas sollen wir in Zukunft überteuertes, minderwertiges amerikanisches Fracking-Gas kaufen, das unseren Freunden in den USA die Zerstörung großer Teile ihres fruchtbaren Landes beschert hat. Dieser verdammte Wirtschaftskrieg schadet allen Menschen, den einfachen Amerikanern, den einfachen Europäern, den Russen und dient nur einer kleinen, widerwärtigen Elite, der die Medien gehören und die sich an der russischen Regierung dafür rächen will, dass diese ihren Selbstbedienungsladen an russischen Bodenschätzen aus den 90er Jahren geschlossen hat und zugunsten und zum Wohl der eigenen Bevölkerung umgeleitet hat. Aber ich habe nichts gegen die russische Bevölkerung. Ich will keinen heißen, keinen kalten und keinen Wirtschaftskrieg gegen sie führen. Ich will, dass wir uns gegenseitig besuchen, miteinander reden, lachen und trinken. Das sind Menschen wie wir. Lassen wir uns doch nichts anderes einreden. Die Bevölkerung der Krim besteht überwiegend aus Russen, die sich freuen, nicht Teil eines Landes sein zu müssen, in welcher eine vom Westen gestützte, mit extremen Elementen angereicherte Militärjunta regiert, die jene aus Chile und Argentinien noch in den Schatten stellt. Die wichtigste Erkenntnis, die wir Menschen machen müssen, um das Leid von unserem Planeten zu entfernen, ist, dass wir alle gleich sind und dass wir alle in einem Boot sitzen und dieses Boot heißt Erde. Wir dürfen uns nicht von einer winzigen Elite von Bankstern, Lobbyisten und Bürokraten gegeneinander aufhetzen lassen. Es gibt keine Rechten, Linken oder Mittigen. Es ist vollkommen scheißegal, ob jemand hellweiß, dunkelschwarz, schokofarben, brünett oder blond ist, ob jemand Katholik, Muslime oder Jude ist oder ob er an die römische Götterwelt glaubt. Es gibt nur Menschen. Menschen mit einer Verantwortung für sich und für diesen Planeten, mitsamt aller seiner anderen Geschöpfe. Und wir wissen, dass wenn wir so weitermachen, es keine Zukunft für unsere Nachfolger gibt, nicht für unsere Kinder und schon gar nicht für unsere Kindeskinder. Jedes Mal, wenn ich sehe, dass in der Ostukraine, in Israel, in Libyen, in Syrien und in zahllosen anderen Ländern dieser Erde Menschen sterben und leiden und Kräfte dahinter stecken, die von westlichen Regimen oder Konzernen gedeckt oder gefördert werden, die mich repräsentieren, wird mir schlecht. Am liebsten würde ich zu den betroffenen Menschen hinausschreien, dass ich nicht dahinter stehe, hinter ihrem Leid, ihrer Not und ihrer Verzweiflung, dass ich die Aktionen unserer Regierungen, Banken und Konzerne verdamme und verachte. Ich will kein Leid in meinem Namen. Wen darf ich ankündigen?